Weiter geht meine Suche im Reich der alten Khmer. Die vom Dschungel überwucherten Ruinen, zwischen denen ich mein Lager aufgeschlagen habe, bilden die ideale Umgebung für meine fliegende Schlange. Aber der Weg hierher war nicht minder aufregend als dieser so verwunschen wirkende Ort. Das Land bietet vielfältige Lebensräume. Ein Grund für den außerordentlich großen Artenreichtum. Auf meinem Trip habe ich zwei besonders spektakuläre Gegenden durchquert. Kein Tag verging ohne Überraschungen und Aufregungen. Ich beginne meine Reise an der Mündung des gewaltigen Mekong, der längste Fluss in Südostasien und einer der wildesten in der Welt. Diese Mutter der Gewässer, wie der Strom heißt, entspringt auf dem Hochland von Tibet, durchfließt das südliche China, bildet die Grenze von Birma und Thailand gegen Laos, durchfließt Kambodscha und mündet in Vietnam in einem riesigen Delta ins Südchinesische Meer. Hier bietet sich mir die Chance, eine besonders geheimnisvolle Schlange zu finden. Aber die Mangrovenwälder sind Lebensraum von vielen bizarren Arten. Sehen Sie, was ich hier habe? Perfekt getarnt. Ein Pfeilschwanzkrebs, eines der urtümlichsten Tiere der Welt. Diese Tiere sind so perfekt angepasst, dass sie sich in 240 Millionen Jahren kaum verändert haben. Unglaublich. In Mangrovensümpfen findet man die ungewöhnlichsten Sachen. Seine Beine sind völlig unter dem Panzer versteckt. Alles passt perfekt zusammen. Der Pfeilschwanzkrebs hat Glück, dass ich ihn gefunden habe. Denn ich lasse ihn wieder frei. Dann sehe ich plötzlich einen Schatten im Wasser. Haben Sie das gesehen? Ich habe ihn. Er war ganz unter Wasser. Ein schwarzer Blitz. Ich habe hingelangt und ihn rausgezogen. Ein kleiner Varan. Gibt's hier häufig, aber man sieht sie nicht oft. Sie fressen alles, kleine Krebse, Frösche. Und sehen Sie, wie er mich gepackt hat. Er hält mich fest mit seinen rasiermesserscharfen kleinen Krallen. Diese Burschen können wie der Blitz rennen und schwimmen. Und zwar auch unter Wasser. Ich muss ihn von meinem Arm loskriegen. Sie werden nicht sehr groß. So etwa diese Größe. Nur manchmal ein bisschen mehr. Und sie sind exzellente Schwimmer. Jetzt lass schon los. Ich werde noch bös zerkratzt. Na also, sehen Sie, wie er seinen Bauch aufbläst? Er macht sich so groß und kräftig wie möglich und hofft auf eine Gelegenheit zum Abhauen. Ich kitzel ihn mal ein bisschen. Bist du kitzlig? Sehen Sie die Beine. Er sagt, ich bin kitzlig, hör auf, das gefällt mir nicht. Ist das nicht unglaublich, wie er so an mir hängt? Ich lasse ihn zurück ins Wasser und Sie werden sehen, er wird sofort untertauchen und abzischen. Noch meine Zange. Bereit zum Schwimmen? Das Mekong-Delta mag idyllisch erscheinen. Dabei sind die Lebensbedingungen äußerst hart. Hier steht alles im Zeichen ständiger Veränderung. Wenn die Gezeiten fallen, legen sie riesige Schlammflächen frei, die in der heißen Mittagssonne schmoren. Das ist ein unglaublich großes Gebiet, in dem es schwierig ist, zu überleben. Mangrovensümpfe sind immer schwierig. Tagsüber sieht man nur wenige Tiere, ein paar Krabben oder Vögel. Aber nachts werden sie lebendig. Und das interessiert mich, das Nachtleben der Sümpfe. Nach allem, was ich weiß, müsste es hier für die kleine Schlange, nach der ich suche, ideal sein. Sie lebt nur in Mangrovensümpfen und kommt nur nachts hervor. Sie können sich vorstellen, dass ihr nie jemand begegnet. Brackiges Wasser, viel Schlamm und Mangrovenwurzeln. Und da sind ein paar Löcher, aber es gibt viele Mangroventiere, die Löcher graben. Die Schlange, die ich suche, gehört dazu. Ich gehe jetzt zurück zum Boot und hole die Kamera und was ich sonst noch brauche. Die Lampe lasse ich als Markierung hier. Dann komme ich zurück und warte. Ich habe Köder mitgebracht, um meine Beute anzulocken.
Die Schlange, nach der ich suche, wird Walzenschlange genannt. Warum das so ist, scheint niemand genau zu wissen. Aber sicher ist, dass sie Löcher gräbt. Mit ein bisschen Glück sehen wir bald eine rauskriechen. Sehr wenige Menschen sind je einer Walzenschlange begegnet. Aber soweit ich weiß, lockt man sie am besten mit einem Köder an. Ich warte also hier, die Kamera bereit und hoffe das Beste. Was ich jetzt brauche, ist Glück. Da ist was. Eine Walzenschlange. Ich denke, sie riecht den Fisch. Sie züngelt. Jetzt kommt sie mit dem Körper raus. Sie muss mindestens halb heraus sein. Sonst kann sie sich wieder zurückwinden, wenn ich sie packe. Ich krieche ein bisschen vor. Sie schaut sich um. Sie riecht den Fisch. Sie ist draußen. Ich hab sie. Sehen Sie sich das an. Fantastisch. Ich habe noch nie eine Lebende gesehen. Sie ist eine primitive Schlange, die feuchtheiße Bedingungen braucht. Vor allem lebt sie in Sumpfgebieten und ist überwiegend nachtaktiv. Tagsüber bleibt sie meist unter der Erde. Ihre beiden Enden sehen sich sehr ähnlich. Der Kopf ist kurz und stumpf, der Körper zylindrisch. Anpassungen an ein Leben unter Tage. Das Jagdrevier dieser recht trägen Schlange ist der Schlamm und das seichte Wasser. Aale, ihre bevorzugte Beute, spürt sie über Vibrationen und den Geruch auf. Nachdem sie zugeschnappt hat, erwürgt sie ihr Opfer und verschlingt es mit dem Schwanz zuerst. Ich fahre den Mekong hinauf in Richtung Kambodscha. Dort mache ich einen Abstecher zum Tonle Sap, ein riesiger See und Heimat einer geheimnisvollen Schlange, die einzigartig auf der Welt ist. Sehen Sie sich das an. Überall Schlamm. Dabei haben wir jetzt Trockenzeit. In der Regenzeit ist die Seefläche 5-mal größer und das Wasser steigt bis an diese Bäume. Und sogar in der Trockenzeit braucht man solch ein Monster mit 6-Rad-Antrieb, um zum Dorf zu kommen. Der Tonle Sap ist der größte Süßwassersee in Südostasien. Und er wimmelt geradezu vor Leben. Seit über 1000 Jahren ist er das Herz der kambodschanischen Zivilisation. Ein unglaubliches Naturphänomen, das die Hälfte der Landesbevölkerung mit Fisch versorgt. Jetzt, wo der Wasserspiegel auf seinem tiefsten Stand ist, haben die Fische Schonzeit. Reichlich Gelegenheit für Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen und Vorbereitungen für die kommende Fischsaison. Schwere Gewitter erinnern die Fischer daran, dass die Regenzeit bald kommen wird und mit ihr eine Zeit der Fülle. Mit steigendem Pegel strömt Wasser aus dem Mekong in den See und mit ihm Millionen von Fischen. In den überfluteten Wäldern werden sie ihren Laich ablegen. Grundlage eines der ergiebigsten Süßwasserfischgründe der Welt. Es gibt wohl nicht viele Orte in der Welt, wo sintflutartige Regenfälle so freudig begrüßt werden.